Zum Fußball. Der FC Bayern München ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Die Mannschaft unter ihrem neuen Trainer Thomas Tuchel verlor im Viertelfinale gegen den SC Freiburg mit 1:2. Das Tor der Münchner erzielte Upamecano. Für Freiburg traf zweimal Höhler. Den Siegtreffer erzielte er kurz vor Schluss per Handelfmeter. Ebenfalls das Halbfinale erreicht hat Eintracht Frankfurt. Die Hessen gewannen zu Hause 2:0 gegen Union Berlin. Beide Tore schoss der Franzose Kolo Muani.